Ey, yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer German Clasher. Und ja, heute mit einem kleinen Base-Setup von mir. Und ja, ihr seht immer noch meine Base von dem Vorstandsvideo. Und ja, ich werde euch einfach zeigen, so was ich hier so hab und wie das alles so aussieht. So, als erstes, erstmal wollte ich euch den Shop zeigen. Ich habe für, das ist für Tarnhau, also Rathaus Level 5. Und ja, wie ihr seht, habe ich jetzt alle Elixiersammler, also alles, was man bauen kann, außer die Bauhütten, aber das ist ja unrelevant für das Setup. Hier habe ich auch alles, was man haben kann. Hier auch. Bloß bei den Dekorationen könnt ihr noch die Flaggen bauen, aber das ist ja jetzt auch sehr unnötig, finde ich. Also, wer es mag, kann es natürlich machen und es hier außen irgendwo hinstellen oder so. Aber ja, also, ich habe hier in der Mitte meinen Rathaus auf Level 5. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, also hier habe ich so meine mittlere Linie, die aus den wichtigsten Elementen besteht, also für mich wichtigsten Elementen, halt einmal das Rathaus, weil das immer gut geschützt sein sollte, damit der Gegner nicht einfach daran kommt. Also wenn ich das jetzt hier hinstelle und der Gegner einfach hier ein paar Bogenschützen hinsetzt und das zerstört, kriegt er halt einen Stern und ich verliere Punkte. Das ist ja immer ein bisschen doof. Das will man ja nicht. Ja, deswegen ist es ja in der Mitte. Dann ist hier drunter der Minenwerfer. Ich würde sagen, also man kann die drei Gebäude hier, also den Magierturm, den Minenwerfer und die Clanburg, eigentlich beliebig austauschen. Aber ich habe das so gemacht. Der Magierturm kommt hier unten prima ran, wenn hier Leute von da so, von hier so reinkommen. Da kommt er, also wie man sieht, hier prima ran. Oder wenn die Leute von oben reinkommen und hier gerade irgendwie zugange sind, kommt er auch gut dran. Der Minenwerfer, der deckt die ganze Base so ziemlich ab. Also den ganzen inneren Ring. Der ist auch, ja, also ich finde, der ist ganz gut platziert. Und das Doof ist halt, dass er in diesem roten Bereich hier, dass er da nicht schießen kann, aber. Da deckt ja wieder hier der Magierturm was ab und die Kanonen hier oben deckt den auch ein bisschen ab, also ist es eigentlich ganz gut. So. Ja, Rathaus habe ich schon erklärt, warum das da steht und die Clanburg steht da oben, weil wenn man zum Beispiel irgendwas in der Clanburg hat und Gegner angreifen, von hier unten angreift, denke ich vielleicht erstmal so, ja, irgendwie ist nicht, also ist nichts drin, aber wenn sie dann da reinkommen, also bis sie erstmal drin sind, haben sie wahrscheinlich schon alle Truppen platziert oder die meisten. Und es ist auch zu spät, um dann wieder aufzuhören. Demher, wenn sie dann, sobald sie im inneren Ring sind und von hier unten angreifen, kommen die Leute aus der Clanburg und wenn sie von hier oben angreifen sowieso und seitlich greift, wurde ich eigentlich noch nie angegriffen. Weil man dann halt hier durch zwei Schichten mauern muss, statt nur durch eine. Ja. So, dann sind hier die Lager ziemlich weit auch in der Mitte. Kann man eigentlich auch beliebig vertauschen, also ist jetzt egal, ob man hier die irgendwie so vertauscht hat oder so, aber ich habe es einfach so gemacht, weil es besser aussieht. Ja, die sind auch auf Level 9, also komplett geupgradet. Also der Minenwerfer und der Magierturm, die sind auch komplett aufgerüstet. Ja, dann hat man hier halt so einen kleinen Zwischenraum, den kann man meinetwegen, wenn man will, mit irgendwas irgendwelche Fallen stopfen, das ist einem eigentlich voll überlassen. Das ist ziemlich egal, ob man da jetzt Bomben hat oder die Teller reisen. Ich habe die lieber hier draußen, weil wenn Leute reinkommen, schaffen die es meistens eben bis da. Und dann ist es mir lieber, wenn sie gleich am Anfang ein paar von den ein paar von den Truppen rausgeworfen werden einfach. Ist auch egal, wie stark die Truppen sind, die werden davon immer rausgeschleudert. Das ist hier nochmal der Center-Schlag. Wenn man da drauf geht, werden halt Geschenke übers Spielfeld verteilt. Wenn man die einsame bringt, pro Geschenk 5000 Elixier. Das macht den Truppen keinen Damage. Und jetzt schreibe ich Leute auf Skype an. Ne, ist jetzt, wird es, naja, egal. Ja, dann habe ich hier außen eigentlich, also vorher hatte ich es, wie hatte ich es vorher? Genau, ich hatte die Dinger. Ich hatte das vorher nämlich so. Bloß dann ist das Ding, wenn man einfach von hier reingeht, hier, also von hier zum Beispiel, dann sind alle Verteidigungen, also wenn man in den inneren Kreis reingeht, sind alle Verteidigungen da drin. Das heißt,
Man setzt dann einen Haufen Riesenhaien rein und die sind in kürzester Zeit dadurch. Deswegen ist es besser, wenn man eine Verteidigungseinheit jeweils in dem kleinen äußeren Ring hier drin hat, damit die, wenn die da drin alles fertig gemacht haben, dass sie dann noch einmal noch nach außen müssen, also durch diese Level 5 Mauern. Also wenn man jetzt zum Beispiel Level 2 Mauern hat, was ich wirklich nicht empfehle, weil dann geht die Riesen da durch wie Butter oder so. Also das ist echt nicht zu empfehlen, da so schlechte Mauern zu haben. Aber wenn man dann durch diese Level 5 Mauern hat, geht, muss, ich werde mal kurz zeigen, dann muss man einfach mal 1400 Damage machen. Und das ist schon einiges. Und das dauert dann nochmal eine Weile und bis dahin können die dann auch schön auf die noch drauf schießen. Ja, und die deckt auch nochmal hier die rechte Hälfte von dem inneren Kreis ab und der hier die linke Hälfte. Man kann den auch hierhin verschieben oder hierhin, das ist eigentlich egal. Und ich habe gedacht, die Elixiersammler, die halten auch noch ein bisschen was aus. Das heißt, die halten dann vielleicht solche Truppen wie, also so starke Truppen wie Barbaren vielleicht auf, dass sie nicht gleich hier an den Minenwerfer gehen. Ja, dann gehe ich mal weiter. Hier oben haben wir zwei Kanonen. Und die sind einfach, die decken auch das Rathaus locker ab und hier noch den Minenwerfer. Ja, ist nicht viel zu sagen, sind auf Level 5 und 6. Ja, dann haben wir hier noch Bogenschützenturm und eine Kanone. Beide auf Level 6. Die decken auch hier die rechte Hälfte großzügig ab und die Kanone hier die linke Hälfte. Ja, dann habe ich hier noch die Luftabwehr und ja, die deckt. Ich hätte es lieber gehabt, wenn die in der Mitte wäre, aber es passen nun mal leider nur diese vier Gebäude hier in die Mitte. Sonst wäre die auch noch in der Mitte gewesen. Man kann die natürlich, also es ist eigentlich egal, ob man die hier hinstellt oder dahin. Und die Zauberspruchfabrik steht eigentlich nur da, weil da noch ein freier Platz war. Da kann man natürlich auch genauso gut den Elixiersammler hinstellen oder was man möchte. Aber da die Ressourcen gerade, also ich bin ja jetzt Farm und das sind mir die Ressourcen ein bisschen wichtiger, das heißt, ja, wenn ihr die da habt. Naja, also ist eigentlich euch überlassen, wie ihr das hier drin im Innenkreis gestaltet, aber ich würde auf jeden Fall diese mittlere Linie so lassen. Und die Lage würde ich auch am besten so lassen, aber also die Verteidigungseinheiten hier, die Kanonen und alles könnte ich eigentlich verschieben, weil die fast genauso viel Damage machen, also gleich viel Damage. Das heißt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob man den Bogenschützenturm hier hat oder die Kanone. Ich habe es einfach so gemacht. Und ja, ich würde gerne rauszoomen, um euch das nochmal ein bisschen zu zeigen, damit ihr euch das abgucken könnt. Aber ja, dann habe ich hier unten noch mein Armeelager, das heißt, wenn man hier mit Barbaren reinkommt, dass man nicht direkt auf den Magieturm geht und also direkt in den inneren Kreis geht, sondern erstmal hier an die Armeelager muss. Ja, hier unten steht einfach mein Labor, weil es nirgendwo zu nützen ist und es auch nicht sehr viel Leben hat. Das steht einfach in der Ecke, das heißt, wenn man, also aus dem Grund, wenn man zum Beispiel von hier oben reinkommt und hier drin, also hier das ganze Ding, also hier das alles kaputt gemacht hat, deswegen stehen auch die Bauhütten hier ganz außen, damit, wenn ich hier drin, wie gesagt, alles kaputt gemacht haben, dass wir halt extra nochmal raus müssen, was ziemlich lange dauert und dann nochmal hier in die Ecken müssen, um dann 100% zu schaffen. Also es verhindert eigentlich, dass 100% geschafft werden. Ja, und da würde ich euch empfehlen, bevor man auf Rathaus Level 6 geht, ich upgrade es gerade auf Level 6, dauert noch einen Tag oder so, erstmal wenigstens die Verteidigung komplett aufrüsten. Und im Labor kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Da habe ich jetzt alles komplett aufgerüstet, also höher geht gar nicht. Der Trank wird gerade gemacht. Und ja, hier habe ich noch ein bisschen Dekoration draußen. Flaggen und ja, warum ihr euch, vielleicht fragt ihr euch, warum da nicht die deutsche Flagge ist oder so, weil ich halb Amerikaner bin und hab gedacht, einfach eine deutsche Flagge wäre so Mainstream für den Deutschen und ja, weiß ich nicht, ich hatte ein bisschen Gold über und wenn man immer ein bisschen Gold über hat und so, dann würde ich es nicht für irgendwelche Flaggen ausgeben, ich habe es für eine gemacht, aber nicht unnötig ausgeben, weil sobald ein Upgrade fertig ist, ärgert man sich dann, dass das dann weg ist. Und ja, ich würde euch noch, auch noch empfehlen, hier die Fallen aufzurüsten, weil das bringt echt.
wenn man das hier nochmal ausrüstet, bringt das nochmal plus 6 Schaden. Und wenn, also wenn man so eine Level 1 Bombe hat, dann macht die halt echt wenig Damage, aber so eine Level 3 Bombe, die ist dann schon ordentlich. Genauso mit den Luftbomben, die sind dann auch auf Level 2 noch ein ganzes Stück besser, wie man sieht, hier 20 Damage, also das ist schon echt einiges. Das lohnt sich echt gerade, wenn man hier drin mit Minions oder mit Heilern ist, irgendwie, dann werden die sofort zerbersten. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon von meinem Base-Setup. Ich gehe noch einmal kurz in den Bearbeitungsmodus und lass das kurz so. Dann könnt ihr irgendwie einen Screenshot machen oder irgendwie das abgucken, das Video anhalten, was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch so für... ob ihr noch ein anderes Setup sehen wollt oder was auch immer. Vorschläge für neue Videos und ja, haut rein!